Merhaba FCK-Fans. Wie ihr wisst, befinden wir uns ja seit einigen Tagen hier in Belek im Kaya Palazzo im Trainingslager. Und der Dominik und ich haben gemeint, wir führen euch jetzt mal durch die Anlage, zeigen euch, was hier alles zu bieten ist oder zu bieten hat, die Anlage besser gesagt. Und gerade sind wir am Strand, da gehen wir öfter mal ins Meer nach den Trainingseinheiten, nach den harten, aber nicht zum Schwimmen, sondern eher zur Regeneration. Das Wasser ist ziemlich kalt, wobei wir auch zwei Veganer in der Mannschaft haben, die auch gerne mal kopfüber ins Wasser reinspringen. Aber ja, das machen die beiden und wir beiden gehen nur bis zur Hüfte ins Wasser und regenerieren so mal. Ja, nicht nur das Meer ist zur Erholung da, sondern wir haben auch noch eine große Poolanlage, die zwar aktuell auch nicht beheizt ist und es ein bisschen zu kalt ist zum Planschen und zum Baden, aber zur Erholung können wir auch da in der Poolanlage bis zur Hüfte reingehen oder auch wieder ein oder andere komplett und die zeigen wir euch als nächstes. Okay, jetzt sind wir hier an der Poollandschaft angekommen. Hier sieht man, im Sommer kann man hier auch einen ziemlich schönen Urlaub verbringen. Mit den Rutschen hat man auch viel Spaß. Aber da wir nicht zum Urlaub hier sind, sondern zum Arbeiten in der Vorbereitung, zeigen wir euch jetzt mal den Pool, wo wir uns dann immer zur Erholung hinbegeben. Und anschließend gehen wir dann auch weiter in den Bereich, wo dann zur Regeneration im Hotel zur Verfügung steht, den Kraftraum und noch weitere Sachen. Genau, richtig. Gerade ist wieder eine Katze an uns vorbeigelaufen. Das ist auch ziemlich auffallend hier im Hotel. Da gibt es einige Katzen, die gehören zum Hotel. Das ist ganz schön, wenn man abends auch mal so eine Katze streicheln kann beim Glas Tee. Oder bei einer Tasse Tee besser gesagt. Und hier laufen gerade auch den ein oder anderen FCK-Hooligans vorbei an uns. Jetzt befinden wir uns hier direkt über der Poollandschaft. Das ist eigentlich sehr schön gemacht mit einem Steg. Und wie der Dominik auch gesagt hat, im Sommer kann man hier bestimmt einen schönen Urlaub verbringen. Bei uns ist es jetzt auch die letzten Tage ziemlich warm gewesen, in der Sonne vor allem. Da hat es so 15 bis 20 Grad. Und das ist natürlich dann entspannter, wenn man dann im Pool ist und im kalten Pool und im kalten Meer sich befindet und dann die Sonne ein bisschen scheint. Seid ihr beide eher Meer- oder Pooltypen? Ja, wenn ich im Urlaub bin mit meiner Freundin, dann sind wir eigentlich mehr am Pool. Aber ich persönlich gehe auch ziemlich gerne ans Meer und jetzt vor allem mit Lukas Röse auf dem Zimmer. Der zwingt mich dann immer dazu, dass ich mit ihm nochmal ins Meer springe. Und genau, dann bin ich eher der Meertyp dann in diesem Trainingslager. Ja, bei mir ist es ähnlich. Aber da wir jetzt den Vergleich hatten, gestern waren die meisten im Pool, heute waren viele am Meer und im Meer. Ist das Meerwasser fast wärmer als das Wasser im Pool und von daher werde ich hier, denke ich, eher der Meertyp sein. Aber normalerweise, wenn es dann zum Urlaub geht, bin ich auch eher der Pooltyp. Ja, die Mittagspause nutzen der ein oder andere Spieler auch mal dazu, einen Espresso oder einen Tee zu trinken. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin und schnappen uns ein. Janik Bachmann. Hi. Wie verbringst du heute deine Mittagspause? Ich habe jetzt gerade einen Kaffee getrunken und gleich gehe ich mit meinem Zimmerpartner aufs Zimmer. Ja, und dann machen wir einen Mittagsschlaf und dann steht die zweite Einheit bevor. Wer ist dein Zimmerpartner? Achso, das ist der Simon Skalatidis. Korrekt. Heide, sag mal was. Was soll ich sagen? Zu den Fans. Hi Fans. Ja, wir haben jetzt hier locker eine gemütliche Runde Espresso getrunken. Jetzt geht's anschließend aufs Zimmer und dann machen wir einen kleinen Mittagsschlaf mit meinem großen Riesenbaby. Ja, aber ganz gemütlich. Sonst, was geht bei euch so? Ja, nichts. Ein bisschen Sonne gewesen. Wir zeigen den Fans ein bisschen das Hotel und so. Ihr macht ihr so Casting-Show, oder? Ich mach ein Praktikum, ja. Bei Ann-Kathrin und Rossi. Wenn dieses Video 10.000 Aufrufe hat, dann mach ich einen miese Bauchplatscher in den kalten Pool rein. Korrekt, Bruder, korrekt. Wir gehen jetzt weiter, denke ich mal, zum Essensraum und zeigen euch, wo wir mal speisen. Macht's gut, Jungs. Kein Ding, ey. Kein Problem. Ja, wir befinden uns hier im Speiseraum jetzt des Hotels. Hier ist eine riesen Auswahl an Essen und hier sind auch viele andere Gäste. Aber wir haben unseren eigenen, sag ich mal, Abteil und da führen wir euch jetzt mal hin. Da haben wir dreimal täglich Essen. Morgens fangen wir an, bis 8.30 Uhr wird
muss jeder beim Frühstück gewesen sein. Dann geht es weiter meistens nach der ersten Einheit um 12.30 Uhr gibt es dann Mittagessen. Und abends ist dann nochmal ein gemeinsames Abendessen um 19.30 Uhr. Ich glaube, der Domi hat heute auch beim Fußballtennis verloren. Dann war er heute Kellner. Da kann er aber euch bestimmt mehr dazu sagen. Ja gut, wie es Hecke gerade schon gesagt hat, wir haben immer kleine Zusatzaufgaben für Verlierer. Heute hat es leider mich getroffen beim Fußballtennis, wo wir für das Gewinnerteam kellnern mussten. Sehen wir dann hier, haben immer so ein kleines Salatbuffet, was jetzt natürlich gerade nicht vorbereitet ist. Aber ansonsten haben wir hier unser extra sportlergerechtes Buffet, was eine Auswahl bietet für uns, um uns gut zu ernähren und gut zu erholen dann auch. Von daher, wie Hecke schon gesagt hat, essen wir hier dreimal, immer zusammen als Team. Und wenn wir dann fertig sind, gehen wir dann noch einen Stock höher dann in den Kraftraum und den zeigen wir euch als nächstes. Gut, jetzt sind wir hier im Aufzug, eine Stufe höher. Was man auch mal erwähnen muss im Vergleich zu Deutschland, die türkischen Aufzüge funktionieren hier äußerst flott. Man ist ruckzuck vom Zimmer zum Essensbereich, obwohl die Wege etwas länger sind. Oder jetzt so zum Beispiel auch in die Lobby oder in den Kraftraum, ist man ruckzuck überall da, wo man dann auch hin möchte. Und jetzt auf dem Weg zum Kraftraum laufen wir auch an einem Lobbybereich vorbei, wo man abends auch mal zusammensitzen kann, noch den Abend genießen kann. Und jetzt sind wir auch schon vor dem Fitnessraum, wo sich der ein oder andere Spieler dann, wie zum Beispiel gestern der Piki und der Manni, auch trainiert haben, um wieder zurückzukommen, ins Mannschaftstraining einzusteigen. Da können wir auch mal kurz reinschauen. Ja, genau, da wird sich der Basti Becker auch freuen, weil hier ziemlich gute und viele Geräte sind, die zur Verfügung stehen. Wie der Domi gesagt hat, falls jetzt ein Spieler nicht trainieren kann, wird er hier sein eigenes Programm absolvieren. Und ich denke, hier sind wir auch super ausgestattet mit dem Fitnessraum und kann man sich gut vorbereiten, auch auf die Trainingseinheiten. Ja, liebe FCK-Fans, jetzt befinden wir uns hier auf dem Weg zum Trainingsplatz. Den laufen wir täglich ein- bis zweimal, meistens zweimal. Und das ist eigentlich ein ziemlicher Luxus, da wir nicht mit dem Bus fahren müssen. Wir können das alles per Fuß gehen, den Weg zum Trainingsplatz. Und laufen hier an der Golfanlage vorbei des Hotels. Da werden einige Spieler morgen, denke ich, auch den einzigen freien Nachmittag verbringen und da ein paar Abschläge üben. Und hier sehen wir jetzt schon, der Platz wird bewässert, damit wir heute Nachmittag wieder ein gutes Training absolvieren können. Ja, ich denke, zu den Platzverhältnissen, da gibt es nicht viel zu meckern. Mit Deutschland aktuell schwer bis gar nicht zu vergleichen, obwohl wir in Kaiserslautern, denke ich, auch sehr gute Verhältnisse haben, sind die Verhältnisse hier aber nochmal eine Stufe besser. Der Platz ist so gut wie täglich frisch gemäht, immer in der perfekten Länge und wird auch oft gewässert, da hier viel die Sonne scheint. Von daher gibt es hier wirklich nichts zu meckern an den Platzverhältnissen und den Trainingsbedingungen. Können wir uns optimal vorbereiten für die Rückrunde. Und fällt nichts mehr ein. Nee, mir auch nicht. Genau, das ist der Platz und da ist der Golfplatz und genau. Ja, jetzt befinden wir uns schon fast am Ende unserer Tour im Kaya Palazzo. Wir sind jetzt hier direkt vorm Hotel und zeigen euch jetzt mal ein paar Zimmer. Zum Beispiel das Massagezimmer oder den anderen Raum. Ja, hallo, wir stehen jetzt hier. Ja, hallo, kannst du wieder vergessen. Ja. Wir stehen jetzt hier vorm Physioraum, einer der wichtigsten Räume im Trainingslager, der von uns Spielern allen häufig genutzt wird. Schauen wir mal rein, was da gerade so abgeht. Oh, Jungs, aus! Oh, wir sind hier schon fleißig am Arbeiten. Unser Physio Ricardo, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Ja. Wie sind Sie mit der Hotelanlage so zufrieden? Ich bin super zufrieden. Ja. Man hat alles, was man braucht. Fehlt es an nichts? Fehlt an gar nichts. Auch mit den Räumlichkeiten für die Füßeabteilung ist alles überragend. Das Licht könnte etwas besser sein. Okay, ansonsten alles gut. Der Rest erklärt Ihnen, kein Graus. Häufigkeit von den Spielern, die auf der Bank sitzen, auch in Ordnung? Sag nichts
Ja, ich glaube, da das passt soweit. Ja. Ja, genau, ich denke, die ganzen Spieler fühlen sich hier wohl. Der Kühle schläft fast ein da hinten. Läuft Handball nebenbei. Ich denke, gerade auf der Liga sehen wir die Spieler, die am häufigsten hier sind. Kevin Kraus und Simon Souflakis Galatidis. Ja, Grausi, was hast du denn gerade für Probleme? Also, ich sehe, der Ricardo behandelt dein Knie. Da hast du immer mal wieder Probleme. Aber so im Trainingslager bis jetzt ziehst du super mit. Hast auch gestern ein ordentliches Spiel gemacht. Und ja, mit deinem Schnauzer kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, machen ja eine gute Arbeit, die beiden. Oder die drei, besser gesagt. Ne? Also, ja, muss man schon sagen. Sind wir sehr gut versorgt. Und bis jetzt haben wir ja keine Verletzten. Das ist natürlich auch top, top, top. Von den beiden, von den dreien. Ja, würde ich auch sagen. Unsere medizinische Abteilung macht es echt überragend. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück ins Studio.